Ist es Absicht, dass die Grünen beim Thema Rente wenig machen? Nö, wir kümmern uns natürlich um die Rente. Denn das sind wir sowohl den Menschen schuldig, die jetzt vielleicht in den nächsten Jahren Rente gehen, das sind wir natürlich auch zukünftigen Generationen schuldig, die sich vielleicht fragen, wie sieht denn meine Rente in 30, in 40, in 50 Jahren aus? Ich würde noch gerne noch mal fragen, wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr. Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2.000 Euro umliegen. Durchschnittsrente? Mhm. 1.543 Euro. Das ist nochmal ein Stück geringer. Nach 45 Jahren Arbeit. Mhm. Ist das gerecht? Nein. Also ein Bundestagsabgeordneter hat unter Maßgabe dieser Zahlen einen Rechtsanspruch auf ein Altersruhegeld von 1.060 Euro, wenn er 4 Jahre im Bundestag tätig war. Mhm. Ist das gerecht? Und jetzt sage ich Ihnen auch mal, wie lange der normale Bürger, also Sie, ich, Arbeitnehmer, arbeiten muss, dafür arbeiten muss, um 1.060 Euro zu bekommen. Wenn ich pro Jahr einen Entgeltpunkt bekomme für ein Jahr Beschäftigung, wo ich auch noch dafür selber Beiträge zahlen muss, dann muss ich 28 Jahre arbeiten, um auf diese 1.060 Euro zu kommen. Wir kümmern uns natürlich um die Rente. Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Jetzt gibt es die Rente. Du hast es geschafft. Um die 2.000 Euro umliegen. 1.543 Euro. Das ist nochmal ein Stück geringer.